Ja, Finale Wimbledon 2018, wer hätte das gedacht? Angie Kerber erneut im Finale nach 2 Jahren und dann auch noch das gleiche Finale, Kerber gegen Williams. Das haben wir 2016 gehabt. Ja, damals war es ein enges Match. Ich glaube, ich meine mich erinnern zu können, 6-3, 7-6 für Williams. Ausschlaggebend war eigentlich nur der Aufschlag. Also im Ballwechsel war Angie schon voll auf Augenhöhe und das zu einem Zeitpunkt, wo Williams wirklich bei 100% war. Und ja, was ist seitdem passiert? Seitdem hat Angie Kerber 2016 ein gigantisches Jahr gespielt, 2017 kein so gutes Jahr. Hat dann den Trainer gewechselt mit Wim Fissett, jemand Neues, und spielt einfach eine unglaubliche Saison bisher und krönt das bisher mit einem Wimbledon-Finale. Hat auch beeindruckend gegen Ostapenko im Halbfinale gespielt, hat wirklich ihre Stärken komplett ausgespielt, also ihr absolut bestes Konterspiel, hat diese Schüsse von Ostapenko immer wieder entschärft, immer noch den extra Ball zurückgebracht und konnte somit eindrucksvoll relativ glatt gewinnen mit 6-3, 6-3. Gegen Williams ist es eine andere Geschichte. Ich finde, Serena hat gegen Jule Görges ein unglaublich gutes Match gespielt, sehr solide, gut aufgeschlagen, unglaublich fokussiert. Sie will hier unbedingt gewinnen, für sie gibt es auch nichts anderes, aber mental wird Angie dagegen halten. Ich glaube, ein Schlüssel wird sein, sie muss immer wieder den Vorhand-Longline ansetzen in die Vorhand von Williams, genau wie den Rückhand-Cross. Darf nicht zu sehr kurz in die Williams-Rückhand gehen, muss versuchen, viele Aufschläge zu entschärfen. Das heißt, sobald sie am Aufschlag dran ist, wirklich den Zurückspielen ins Feld, nicht zu viel Fehler machen, selber viel ihren Linkshänder-Aufschlag in den Körper servieren und dann kann das was werden. Aber am Ende, sie muss absolut ihr bestes Tennis spielen, wenn sie eine Chance haben will, denn Serena Williams ist hierher gekommen, um zu gewinnen. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Im Übrigen wird es im ZDF live übertragen. Auch das ist neu, wir freuen uns alle drauf. Wenn Sie meinen Kommentar hören wollen, schalten Sie das ZDF ein. Ab 15 Uhr deutscher Zeit, Samstag. Ich freue mich riesig und bin total stolz auf Angie. Viel Spaß, ciao.